Jack's World, hier bin ich wieder. Seit 2 Jahren nicht mehr da gewesen und ich wünsche euch frohes Halloween. Heute sehen wir den größten Kürbis, den die ganze Welt von Jack City und den anderen Ländern daneben gesehen hat. Den Riesenkürbis. Größer als ein Mensch. Der ist so schwer, den können wir nur mit unserem John Deere First Traktor verladen. Okay, vorsichtig kreisen und dann hoch damit. Höchste Zeit, um die Kürbisse zu ernten. Und das wollen wir jetzt auch machen. Halloween und da braucht man viele Kürbisse. Guck mal da vorne, da sind schon zwei große. Guck mal da vorne, da sind schon zwei große. Schönes Gewicht. Und das ist der, den wir gefunden haben. Mal sehen, ob ich ihn abbekomme. Endlich ist er ab. Wir rollen ihn jetzt. Was sieht danach aus, dass das sich öffnen lässt. Aber wie soll ich die Monster jetzt da rein tun? Den Monster Riesenkönig.
Ah, ich habe eine Idee. Eine Rampe. Aber es gibt ja keine richtige Rampe. Ich muss erst eine Rampe holen. Das erste Desaster ist passiert, der Kürbis ist abgekommen und rollt runter und rollt in Jack City. Es ist zu schwer, der Landy dreht durch. Er schafft es nicht mehr. Ich hole jetzt meinen John Deere Tractor zum Abschleppen. Der John Deere läuft bereits.
Jetzt noch den Quäkel befestigen. Stuhl runter. Oh. Endlich nicht mehr Traktor fahren. Oh. Einfach mir ist nass geworden. Nass wie die Höhe. Nass wie die Höhe. Sprichwort. Also Sprichwort. Tschüss, Happy Halloween. Die Grundplatte von der Scheune schon bald fertig. Die Bauarbeiter, die an der Scheune arbeiten, ahnen noch nichts von dem Kürbis, der gleich in Jack City eintrifft. Der Obi-Wan sagt. Ey, was war das? Ein Riesenkürbis, das kann doch nicht wahr sein. Der Kürbis hat eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Der Manitou vom Sägewerk kann den Kürbis wieder aufladen. Von der Scheune sind schon gut vorangekommen. Der Fahrer, der guckt nur nach hinten und guckt nach den Leuten und nach dem Kürbis. Er guckt nicht nach vorne auf die Straße, was da eigentlich vorgeht. Und was da gleich passiert, erfahrt ihr jetzt.
Kürbis eingequetscht. Los, hol die Ambulanze. Alle müssen gerettet werden und alle sind schon versorgt und gerettet auch schon. Upsi, was war das? Thank you.
Heute früh am Morgen fahren die Bauern los, um die Riesenkürbisse abzuholen. Heute ist nämlich das Kürbisfest. Und da geht es darum, wer den größten Kürbis hat. Aber leider war ein Kürbis auf die Besucher gerollt. Mehrere Tonnen schwer. Und deshalb muss jetzt die Ambulanz kommen. Ist extrem schief gelaufen und der Krankenwagen kommt noch. Gar kein guter Einsatz. Können doch mal langsam fahren. Jetzt müssen wir die ganzen Brösel aufsammeln vom Schrott. Und die Hälfte der Leute hat die Beine gebrochen. Jim, der Schwarze, hat leider seinen Arm verloren. Fing ja super an mit dem Kürbisfest. 8 Schwerverletzte und ein Arm ist ab. Los, alle Mann hinten rein in den Krankenwagen. Die Waage. Ganz schön viele Schwerverletzte. Okay, der hat's vom Kürbis abbekommen. Der braucht einen Kopfverband. Wie wär's mit dem Gipsarm? Gips. Er wurde voll und ganz umgerempelt. Er war auf einer Krücke. Indessen holt Melli, die Unglücksfahrerin, weitere Kürbisse vom Feld. Der Wagen fährt zurück und holt noch mehrere Feuerwehrsanitäter ab. Super gemacht, würde ich sagen. Aber los jetzt, einsteigen, schnell zurück. Die brauchen unsere Hilfe. Oh boy.
Thank you.